Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Spiel um 14.15 Uhr. Mein Name ist Marius Stürmer. Und ich bin Gaelle Pilpessi. Und heute, beziehungsweise jetzt, sehen wir das Spiel Blue Caps aus Berlin gegen Ruhr-Phoenix aus Bochum. Und Ruhr-Phoenix macht die Bits an. Genau, wir haben ja zwei sehr ähnliche Farben bei den Trikots, deswegen zieht Ruhr-Phoenix. Ruhr-Phoenix muss die Bips anziehen. Ja, es gibt viele blaue Teams in Deutschland. Ja, stimmt. Aber zum Glück gibt es attraktive pinke Leibchen, die Abhilfe schaffen können. Channeling die UK Fearless Raptors. Genau, stimmt. Die haben sogar ein pinkes Trikot. Und jetzt kommt die Charme-Offensive aus Berlin. Da wird nochmal gehackt. Der Hackline. Gehacklein vor dem Spiel, ja, sehr nett. Ja, was denkst du, erwartet uns bei diesem Spiel? Was denkst du, erwartet uns bei diesem Spiel? Ich denke, dass es sehr close werdet. Ich weiß, ich bin ein Niederlander, so ich kenne dieses Team nicht so gut. Aber ich weiß, dass bei den Blue Caps war Roh im EQC-D2. Ja. Und Roh Phoenix hat in EQC-D1 gespielt. Aber ich weiß nicht, wie hoch sie eigentlich. So, wir können auch kurz den Bruce abwarten. Und es geht los. Und es geht los. Ruhr Phoenix direkt den Ball bekommen und gebietet. Ja, Berlin hat im EQC Division 2 gewonnen, ersten Platz gemacht, also top gespielt. Und Ruhr Phoenix hat es in Division 1, also an den Platz erinnere ich mich nicht, aber die haben es auf jeden Fall in die Upper Bracket geschafft. Ja, ich weiß Upper Bracket. Ich wusste auch, dass die deutschen Teams sehr gut gespielt haben für die two. Erste, zweite und vierte Platz. So. Und jetzt? Das ist ein Tor. Das erste Tor geht an Ruhr Phoenix. So, gut durchgedrived, kann man nichts sagen. War die Nummer 45, das ist Tom Roloff. Und er hat starke Dreis und wir haben das gesehen. Ja. Ja. Da sind die Informationen, die uns gegeben wurden, zutreffend. Aber auch Berlin muss sich nicht verstecken. Da schönes Passspiel. So ein blöder Pressure. Von Daniel Knucke das Tor. Ruhr Phoenix. Ja, wir sind auch wieder durchgedrived. Zack, Tor. Wie sieht es denn mit Bludger Control gerade aus? Und er hat einen noch stärkeren Musikgeschmack, sagen die Ruhr Phoenixen. So nicht nur Stärke 3. Und Berlin baut den nächsten Angriff auf. Ohne Bludger Control, die ist bei Ruhr Phoenix. Ja, oh, das war sehr schön von 31. Aber, Blue Caps. Oh. Oh, schade. Sehr schön gespielt von den Bietern aus Berlin, aber noch schöner gespielt von Bochum. Ja. So, 22, das ist Paul Fander. Ja, Paul Fander, Nationalspieler jetzt für die European Games. Da also, kann sich die Niederlande auf einiges gefasst machen. Die Niederlande sind sehr, sehr nicht vorbereitet für Germany. Ich mach das nicht sagen, aber... Ja. Das war schön gefangen. Schön gefangen, aber schöner der Beat. Ja. Ich weiß nicht, ist der Beat-Game der Ruhr Phoenix stärker dann? Also im Moment würde ich sagen ja, aber historisch gesehen hätte ich auch gesagt, dass das Beat-Game von Ruhr Phoenix besser ist. Und das war ein schönes Tor. Ja, das war ein schönes Tor. Schöner Sprungwurf. Bei Ruhr Phoenix sind, soweit ich weiß, einige Ex-Handballer dabei, deswegen kann man davon ausgehen, dass die zielen können. Ist Tom Roloff ein Ex-Handballer? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht. So.
schönes Gebiet. Ein schöner Beater hinter den Hoops und Berlin sichert sich die Quaffel Control zurück. Ich denke, dass die Nummer 11, das ist die Chesserin. Rosa Kuhn. Ja. Wir haben gerade im Vorfeld darüber geredet, dass sie sehr tolle Tackles setzt. Ja, und letztes Jahr ODSC. Ich dachte, dass Chase of Blue erste war. Aber das war Berlin Blue Clips und Brandon's Ball. Und ein anderer Tor von Blue Phoenix. Ja. Und jetzt wieder Tom Roloff. Boah, der geht ganz schön ab. Und Berlin trägt jetzt den Quaffel zur Midline. Ja. Und wieder ohne Blitzer Control. Wieder ohne Blitzer Control, stimmt. Aber mal schauen, was sie draus machen. Es war ein harter Bodycheck. Oha! Oh, und eine schöne Interception. Schön. Oh. Ich kann ihre Nummer auch nicht gut sehen. Wo ist das? Ich auch nicht. damit es wohl nicht so wichtig sein. Sehr tolles Spiel, aber... Ja. Ah, der Pass war ein bisschen zu hoch. Rosa hat was abgekriegt. Ich denke, dass das Becker, Daniel Becker ist. Und er ist die Lord of Memes, aber auch die Lord of Interceptions. Das hat man gesehen, ja. Genau, hier rechts gab es gerade kein Tor. War ein bisschen chaotisch, aber ich habe da starke Drives und Pässe gesehen. Ja, und auch die Beater von Ruhr sind sehr aggressiv. Sehr aggressiv, ja. Hier Paul Fander am Cherry-Picken. Ja. Der pickt so viele Cherries, dass es gar keine Kirschen mehr am Baum gibt. Lukas Kirschen. Ja. Blue. Okay, jetzt fällt mir kein guter Witz ein. 50-10, da steht auf jeden Fall für Phoenix. Blueberry Picking. Das ist gut. 40-10. Okay, der Scorchet hat sich gerade korrigiert. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Sieht man auch am Spiel, oder? Wer hier gerade am Dominieren ist. Ja, aber ich denke, dass es am meisten die Beater Game ist für Phoenix. Ja, die setzen wirklich starke Beats auch hinter den Hoops jetzt, gerade wie eben. Als eigentlich schon Berlin wieder den Quaffelbesitz war und dann kommt der Beater. Ja, und sie bieten jeder so. Ja, Berlin. So. Muss sich was einfallen lassen. Ja, auch ein paar Cherry Picks. Oh, ein schöner Dodge. Und da drivet sie durch. Zack, Tor. Ich denke, dass das Michael Hees ist. Oder Lea Krugmann. Wir sind nicht ganz sicher. Auf jeden Fall toll gemacht, Michael, Lea. Numeros sind schwierig. Wo ist es, Marie? Ja, vielleicht... 98, das ist Michael Hees. Okay. Und sie ist ein Team Germany-Spielerin. Ja, spielt in der Nationalmannschaft. Man kann sie also auch in 3 Wochen nochmal bewundern. Ja, am EG. Genau, wenn es nach Bamberg geht zum European Games. Auch auf Livestream. Und das ist ein Tor von Lukas. So, die Ruhr Defense ist nicht perfekt. So. Stimmt. Blue Caps haben zwar jetzt den Vorsprung immerhin in Swim Range reduziert. 50-20 steht's. Buffel ist zum David Heidmann. Und jetzt ist er wieder bei den Blue Caps. Gut zurückerobert. Aber kein Mitspieler drinnen. Ja, aber Blue Caps ist Blitzer Control. Exciting. Mal gucken, was sie draus machen. Napalm im Angriff, genau. Oh, und ein schönes Tackle. Und ein Tor. Während das Tor fällt, gab es hier ein Beater-Duell. Berlin hat die Blitzer Control verloren. Und es gibt ist zurück ins Tor. Und ein Brooms Down.
Was denkst du, was der Auslöser war? Ich hatte nichts zu sehen, weil ich für die Beach Battle am Rechts. Genau, so ging es mir auch. Gut. Das war sehr interessant. Ja. Vier Augen sehen nicht unbedingt besser als zwei. Aber es wird bestimmt gleich mitgeteilt, was es war. Blue Caps nur noch 20 Punkte hinten. Haben auch einige Nationalspieler in ihrem Team oder zumindest Spieler, die im erweiterten Nazo-Kader sind. Ich habe das angucken, aber wo Phoenix hat, viele Nationalspieler. Ja, beides sehr gute Teams. Da ist auch die 33 da, das ist Sebastian Wiesendanger und er ist neu. Aber auch, er hat für EQC gespielt und sie, ich denke, dass sie hoffen, dass er deutsche Nationalmannschaft vielleicht in den nächsten Jahren hat. Weil sie sind sehr positiv über ihn. So? Ja. Sind sehr positiv. Da fällt der Hub schon vor lauter Wind um. Im wunderschönen Bremen. Wie gefällt Bremen, sag ich. Oh, Entschuldigung, an alle, die ich jetzt beleidigt habe. Ich meine natürlich Tornesch. Ein Turnier in Tornesch. Das geht gut über die Zunge. Wie gefällt es dir hier so in Tornesch? Ja, das Wetter ist nicht so gut, aber die Pitches sind sehr, sehr gut. Ja, gute Pitches, nicht so gutes Wetter. Rohphönix spielt trotzdem, passt ja sich hier die Bälle kreuz und quer hin. Ja, sie hat ihn noch gefangen und stürmt wieder auf die Hoops zu. Und das ist ein Drive-Pass. Ah, was? Also da muss man mal sagen, wie der den noch aus der Luft gefangen hat. Das ist mein schöne Goal. Das war ein richtig schöner Tor. Schönes Tor. So, ja. Das ist das deutsche Wort. Aber Goal geht. Goal, Hoop. Goal, Hoop, Tor, alles dasselbe. Berlin wollte zeigen, dass sie es genauso gut machen können. Leider haben sie den Beater übersehen. 60 zu 20, zeig's da hinten auf dem Scoreboard an. Ui. Da gab's gerade einen Bodycheck vom Beater, aber der hat sich, glaube ich, vertan. Das kann passieren. Ja, kann passieren. Nochmal ein langer Pass hinter die Hoops. Ja. Aber Rufinis passt sehr gut. Das haben wir anderes gesehen am Livestream. Ja, da sitzt jeder Pass eigentlich. Oh. Und ja, Pass. Oh, das. Broom's down? Ja, wegen einer Verletzung. Ich habe es nicht genau gesehen. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Hoffen wir mal, dass das nicht weiter schlimm ist. Ja, was denkst du so bisher über dieses Spiel? Ja, ich hatte gehofft, dass es etwas closer war. Aber, ja, knapper. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das Unterschied. Ja, das Unterschied zwischen EQC D1 und EQC D2. Ja, stimmt. Vielleicht zu groß, aber das weiß ich nicht. Ja, bisher sieht es auf jeden Fall nach einem relativ klaren Ergebnis aus, aber man weiß nicht, mit welchen Überraschungen Berlin vielleicht noch aufwarten kann. Also. Das ist sehr sicher. War, aber ich hatte auch nicht super viel Wechseln von einem gesehen. Ja, stimmt. Und sie haben ein größeres Roster, wenn ich das so sehe. Ja, Berlin spielt mit sehr vielen Spielern. Ich denke, 20 Spieler bei Berlin. Boah. Machen jetzt gerade noch Teambesprechung, während auf dem Pitch hier was los ist.
Ja, ein sehr schöner Tourneetag bisher. Wir sind froh, dass wir diesen Livestream hier organisiert haben. Da auch nochmal einen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden. Ja, das war Vanja vom Hamburg Werewolves gewesen und ja, Flo vom Brüchtigons. Genau, also an die beiden ein ganz heftiges Dankeschön, dass es hier aber möglich ist, dass ihr zu Hause zuschauen könnt. Ich hoffe, ihr fiebert mit und es gibt noch viele spannende Spiele heute und ganz im besonderen Morgen zu sehen. Auf dem Pitch dahinter sehen wir, glaube ich, gerade Passau gegen Trier. Ich weiß jetzt nicht. Das auch? Ja, oder sind das die Mr. Marauders? Ja, das sind die Mr. Marauders. Ach so, oh, Entschuldigung. ja, ich verklapper mich hier gerade ein bisschen. Aber meine Co-Kommentatorin passt auf. Das war ein Cheat-Sheet. Ja, es ist gerade das Cheat-Sheet weggeflogen. Aber durch den heldenhaften Einsatz aller Kräfte konnte es noch geborgen werden. Auch wenn Sie die andere Games folgen möchten, dann können Sie auf Quidditch.me sehen, was die Score. Genau, guter Hinweis, ja. Stimmt. Quidditch.me, alle Spielstände von allen 6 Pitches live. Oh, das sieht jetzt noch nicht so aus, als wird hier in Kürze irgendwas passieren. Quidditch ist natürlich leider ein bisschen verletzungsanfällig. Da kann es schon mal vorkommen, dass sowas passiert. Ja, es ist ein Kontaktsport. So. Es ist ein Kontaktsport, ja. Es passiert. Aber wir hoffen, dass die Royal Phoenix Spieler nichts zu ernst haben. Ja, aber ich habe auch schon gehört, das Krankenhaus ist 10 Minuten weg, nur mit dem Auto. Ja. Das ist zumindest nicht die ungünstigste Position. Gibt es denn noch einen Fun-Fact über einen Spieler aus Bochum? David Heidmann, ja. Es gibt Menschen, die schmeißen Pille ein, um so abzugeben wie David, weil er mit seinen Gibbonarmen perfekt zum Intercepten und Schnatzfangen ist. So. Ja. Also. Das werden wir dann hier von sehen. So. Ja, Props an David. Ein sehr schneller Spieler. Über die Berliner kann ich sagen, dass zwei von ihnen aus Paris kommen. Ah, ich kann etwas erzählen über Adrien. Ja, Adrien kommt aus Paris. Nämlich auch in die Niederlande gespielt. Am selben Team wie ich, so das Rotterdam Ravens. Und sie hat auch sehr viel geholfen in den Niederlanden für Entwicklung da. So, thanks Adrien. Und außerdem haben wir da noch, okay, jetzt werden mich alle französischsprachigen Mitglieder Leonardo hassen. Leonardo Podetti. Aber darf ich auch mal versuchen, das auszusprechen? Ich denke, dass das mehr italienisch ist, dann... Okay, dann Leonardo Podetti. Oder Leonardo Podetti. Ja, das ist auch möglich, aber... Ja. Es dauert sehr lange. Ja, es dauert hier sehr lange. Es sind gerade viele Sanitäter auf dem Feld. Die Bochumer Spieler fangen an, sich zu umarmen. Es ist auch schon ganz schön kalt. Da kann man das ruhig mal machen. Ja, mit dieses Wetter? Es ist nicht gutes Wetter, um... Verletzt zu machen. So. Ich habe auch erst ein bisschen Angst gehabt, weil ich meine Sonnenmütze, also meine Cappy, vergessen habe. Und dann habe ich das Wetter hier gesehen und es ist einfach nur bewölkt. Gut, brauche ich nicht. Ja, ich dachte auch, ich muss nicht zu viel Kleidung mitnehmen. Aber ich hatte das. So. Genau, also falls jemand eine Decke übrig hat, ja. Kann er gerne am Livestream-Zelt vorbeikommen. Wir freuen uns. Es ist so kalt, helft uns. Ja. Und die Hoops wackeln hier auch schön im Wind. Ja,
ich weiß die nicht. Ich weiß, dass sie Sandbeutel? Ja, sie hatten das auf die andere Peaches, auf die Hupse gelagt, weil sie durch die Wind sie auffallen. Ja. Ja, die wackeln fröhlich weiter und die Verletzte wird vom Feld transportiert. Das heißt, das Spiel geht in Kürze weiter. Die Goalrays machen sich bereit. Bereit, um die Hoops zu retten. Und laufen an ihre Position. Ja. Auf der linken Seite als Goalref haben wir Marcel aus Darmstadt. Und mehr Refs kenne ich ehrlich gesagt nicht, glaube ich. Ja, ich war auch am Gucken, aber ich denke nicht. Nein, dieses Refs kenne ich nicht. Ist auch schwer zu beurteilen, weil sie meistens mit dem Rücken zu uns stehen. Ja. Die Blue Caps hatten jetzt sehr viel Zeit darüber nachzudenken, wie sie ihr Spiel noch verbessern können. Allerdings wird es wahrscheinlich schwierig sein, weil vor allem die Beater hier eine große Rolle spielen. Und das Spiel geht weiter. Berlin im Quaffelbesitz. And Bludger Control. Und Bludger Control, stimmt. Der Hub ist wieder umgefallen, aber die heldenhafte Goal-Refin ist zur Stelle. Der Wins ist der stärkste Spieler. Beste Keeper. Beste Keeper, ja. Interception. Und Quaffel ist zu Benedikt Kölas. Ruhr Phoenix. Und Bludger Control. Hey, Bludger Control ist noch bei Berlin. Ja, und ich bin angeguckt, welches Defense spielt Böhl denn? Ich denke Sohn. Wie bitte? Ich denke Sohn. Mit nicht 1-2. Aber vielleicht müssen sie mehr auf dem Drives spielen, weil Ruhr hat viele Victors gemacht. Durch Drives, so. Ja, das stimmt. Oh, schönes Pass. Schöner Pass an Rosa. Ah. Aber intercepted von Nummer 96. Und safe, David Heidmann. Und wieder safe. Der ist einfach nicht... Ah, ein schöner Tackle hier. Und verliert die Quaffe. Das war eine schöne Verteidigung von Berlin hier. Oh. Ein... Tackle von Bastian Braun, der Nummer 32. No goal. Hat leider trotzdem nicht zum Tor gereicht. Oh. Das war eine Bogenlampe, wie wir in Deutschland sagen. Weißt du, was eine Bogenlampe ist? Nein. Also eine Bogenlampe ist eine Lampe, die so nach oben halt gebogen ist. Und so sagen wir halt zu Bällen, die sehr hoch gespielt werden. Dadurch sind sie halt ziemlich langsam und können leicht abgefangen werden. Ja, das ist auch... Man muss dieses nicht machen. Nicht in ein Game gegen Ruhr Phoenix. Ja. Was ist das holländische oder niederländische Wort für Bogenlampe? Bogballetje. Bogballetje. Sehr gut. Also eine Bogballetje so. Und trotzdem ist Berlin noch im Ballbesitz. Ja. Bastian Braun wieder. Oh. Wird ins Gesicht gebietet. Und Bochum läuft ein Konter. Oh. Und ein schönes Tor von Sebastian Vetter. Und er war ein Basketballer. Er war ein Basketballer, okay. Aber dieses war kein Basketball-Skill. nee, das war ein 1A Quidditch-Skill. Oder Rugby. Oder Rugby. Und bei das war ein schlechtes Pass. Oh, noch ein Facebeat. Also. Wieder. Und ein Schöner Tackle von Max Martens hier. Hat leider nicht geholfen, aber sah sehr, sehr gut aus. Wow. Oh. Das war intens. Kein Tor. Wow. Was war da gerade los in den letzten 10 Sekunden? Ich denke, dass was ich gehört habe, dachte ich, dass die Keeper gebiet war. Aber das weiß ich nicht. Ich bin auch nicht ganz sicher, aber es ist so viel passiert. Ich konnte nicht auf alles achten.
Ja, das ist ein High-Energy-Game. High-Energy-Game, es passiert so viel auf einmal. Quidditch, ich kann es nur empfehlen, sich anzuschauen oder selber zu partizipieren in diesem wundervollen Sport. Wir haben jetzt mittlerweile über ungefähr 40 Teams in Deutschland. Ja, ich denke 30 dieses Meisterschaft und 35? Ich glaube 34 sind es. Zu viel. Ja, sehr viele Teams auf jeden Fall. Wir haben vielleicht 5 oder 6 in den Niederlanden. Ja, okay. Aber sie sind viel größer, auch in Quidditch so. Ja, das stimmt. Also auch die Turnierorganisation hier ist wirklich, wirklich einfach toll. Deutsche Kontrolle ist mit Berlin. Und Nepal. Und Berlin bleibt an der Bludger Control. Schaffen sie es auch noch, ein Tor zu schießen? Ja, aber sie haben keinen Bludger auf die Rule Hoops, so das ist sehr schwierig. Das stimmt. Hier wurde gerade das Tor wieder aufgerichtet und jetzt ist Bochum wieder im Quaffelbesitz und trägt ihn ganz gemütlich über die Linie. Gut, wir haben Zeit, es steht 80-20. So, und Quaffel ist mit Ruf Phoenix an Tom Roloff. Da ist er wieder. Und ein langer Pass. Ein langer Pass, aber die kommen alle an. Das ist wirklich faszinierend. Ja, das ist sehr. Und vor allem bei dem Wind. Ja, es ist schwierig zu passen, dieses Wind. Jetzt kommt noch ein Pass. Aber der wird abgefangen von Max Martens. Und er läuft einen schnellen Konter. Oh. Und zack, da ist er durch. Wunderschön, 1A wie aus dem Lehrbuch. Das war so ein schöner Drive. 80-30, noch 50 Punkte Vorsprung für Berlin. Ja, und Mickey Hinz ist ein Longshot-Expert. So, vielleicht ist das, warum sie so in Nähe. Hier gerade einen Sprungwurf versucht, der leider nicht gesessen hat. Control ist mit Ruhe Phoenix. Ja, hat sich wieder umgekehrt. Berlin versucht sich jetzt zu koordinieren. Denkst du, dass Berlin sich verbessert hat in dieses Game? Also ich glaube, ehrlich gesagt finde ich, dass das Spiel ist schon relativ gleichförmig geblieben, oder? Ja, ich denke, dass dass es mehr einfach war am Anfang des Games, um zu scoren. Und jetzt ist es schwieriger. Aber ja, stimmt, du hast recht. Es fallen nicht so viele Tore. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Attack des Berlins schnell genug ist. So. Ja, ich weiß es nicht. Hast du recht. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Brooms Down. Berlin. Ich denke, ignoring rough calls für die Keeper. Vielleicht? Ja, ja, vielleicht. Ich habe es leider nicht gesehen. Schon wieder nicht. Verdammt. Na, es war viel. Der Rest war sehr laut. So. Sie hatten 5-mal geschreit. Ja. Ach so. Für Beat. Ah, okay. Gut dann. Ja, du hast recht. Ja, ignoring rough calls. Ja. Es gibt jetzt. Man muss die Refs hören, so. Ja, man muss auf sie hören, wenn sie was sagen. Und es wurde auch ein Timeout gecallt. Jetzt wird erst geprüft, ob die notwendigen Voraussetzungen dafür da sind und es gibt einen Timeout. Ja, aber Berlin muss zwei Tore. Ja, 2-2 scoren für Swim, so. Ja, Berlin muss sich was einfallen lassen, um noch die Differenz zu überbrücken. Bochum wird ihn. Ja, es ist möglich. Aber Bochum wird es ihnen nicht leicht machen. Und ich denke auch, dass die Röhr Phoenixes ein bisschen das fühlen, dass ihre Mitspieler. So
so auf das Feld getragen war. Ich denke, dass sie nicht weiß, was er macht. So. Oder wie er es macht. Ja. Da hast du recht. Ich glaube, im Spiel hinten dran. Pass. Ah, nee. Passau spielt noch gar nicht. Die machen sich nur warm. Ja. Und das Heimat ist zu Ende. Die Blue Caps kehren zu ihrem Besen zurück. 14 Minuten Spielzeit haben wir, 80-30 steht's. Mal schauen, wie die Teams mit dem Snitch on Pitch umgehen. Deutsche Kontrolle ist mit Ruf, Phoenix, ich weiß nicht, da ist ein Deutscher auf ihre Hoops. Ja, stimmt. Und, ja, was? Aber die Blue Caps möchten gerne die zweite Blitzer haben. Ich bin sicher, die Blue Caps hätten sehr gerne den zweiten Klatscher. Die haben momentan als Bieter die Nummer 24. Das ist Jonas Becker auf dem Feld. Und ich bin sicher, Jonas Becker, okay, jetzt hat er gerade einen Klatscher gekriegt, aber Jonas Becker und ein Broomstown, okay. Warum? Da gab es wohl schon wieder einen Foul. Es ist schwierig, wenn sie kein Ref, ist für ein, wenn man kein Ref ist für ein Game, um die Fouls zu sehen. Ja, genau. Hast du ein Ref-Certificate? Ja, für SR und AR. So. Okay. Ja, ich habe keins. Ich habe das Regelwerk auch noch nie komplett durchgelesen, glaube ich. Ich denke, dass die IQA macht ein deutsche Flecker so. Eine aber deutsche Übersetzung? Nicht, ja, der ist jetzt ein französisches. So. Ah, na gut, solange es ein französisches Regelwerk gibt, Französisch die Weltsprache. Goal was no good. Oh. Contact from behind. Da haben sie nochmal Glück gehabt. Ja. Ah, was man Glück hat. Und die Seeker stehen schon in ihren Boxen bereit. Können wir erkennen, wer das ist? Ich glaube, das eine ist Bastian Braun und bei Bochum. Ich kann nicht sehen, wo das ist. Ich kann die Nummer leider auch nicht sehen. Ich denke, dass das David Heidmann ist. Doch, ich glaube, du hast recht. Ja, 96, das ist David Heidmann. Und neben David Heidmann steht Paul Fanners in der Penalty-Box, weil er für sein härtestes Vergehen büßen muss. Ja. Kleiner Spaß. Oh, Beat. Aber das war ein gutes Spaß. Und da sprintet der Bochumer Bieter und bietet sich den Weg frei. Und ich denke, dass die Birkeps, ja, sie haben einen Blutscher. Und die driven durch. Oh, beat before. Ah, schade. Es war ein sehr schönes Drive- und Passspiel, aber da war zuerst der Beat da. Der Schnatz müsste bald eigentlich aufs Feld kommen, oder? Aber ich seh ihn noch gar nicht irgendwie. Ich sehe noch niemanden, der sich gerade bereit macht. So, keine Bieter, aber... Oh ja, ein schönes Tor. Ein schönes Tor, 80-40. Noch ein Tor und sie sind in Swim Range, Berlin. Dann geht's in die Overtime. Das wäre nochmal eine spannende Erweiterung für dieses Spiel. Lieber keine Overtime, es ist zu kalt für uns. Genau, bitte. Keine Overtime. Ich bekomme langsam auch Hunger. Oh ja. So, und das genug gegessen hat der Schütze dieses Balls auf jeden Fall, denn der kam an. Über die Hoops. Und langsam ist nur nach die Hoops von Berlin. Ich habe aber wirklich auch das. Schönes.
Unermüdlich kämpft Bochum sich da durch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es ein bisschen schwerfälliger geworden ist, die Angriffe von Ruf Phoenix. Oh, und da habe ich gerade einen Pass gesehen von Ruf Phoenix, der nicht angekommen ist. Ja. Da frage ich mich in unserer Gesellschaft, was sind Regeln noch wert, wenn die Pässe von Ruf Phoenix nicht mehr ankommen? Vielleicht ein Teamvideo wert, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich finde es halt sehr schöne Basis. Und Blutscher-Control. Und Blutscher-Control. Das ist sehr. Das ist Valentin Snitch, ein sehr erfahrener Snitch. Und noch ein Tor. Overtime-Range für Berlin. Und die Sieger machen sich bereit. Und jetzt stürmen sie los. Auf Vincent drauf. Der freut sich schon, richtig? Speed. Der erste Speed, der erste Sprung geht daneben. Gut. Und die Sieger ist ready. Und das ist ein hartes Battle hier gerade. Ja, die Phoenix-Sieger ist intens. Der ist richtig intens. Der schmeißt sich da rein, als gäbe es kein Morgen. Und beat. Zum Glück wurde er gerade rausgebeatet. Und jetzt hat er auch ein Schutzschild. Ja, ein Defensive Sieger. Kennt ihr dieses Schild, oder? Ja, der Snitch ist ein ziemlich guter Snitch. Der hat, glaube ich, schon bei ein paar internationalen Spielen gesnitcht. Auf jeden Fall. In Overtime. Da ist kurz der Atem gestockt. Das ist wirklich verdammt knapp. So, die Beats ist ein bisschen auch sehr hart. Ja, da wurde er gerade von seinem Teamkollegen im Bloodshot gebietet, genau. Und ich denke, dass man das die Beater-Bubble nennt. Ja, wenn genau. Zwei Beater auf Snitch. Auf jeden Fall sind alle Beater gerade mit dem Schatz beschäftigt. Ja. Aber. In der Zwischenzeit hat übrigens Ruf Phoenix einmal gescored und Berlin Blue Caps auch einmal gescored. Das heißt, sie sind wieder in Overtime-Range. So, es bleibt Overtime. Und der Berlin-Sieger ist. Auch intensiv. Ja, auf jeden Fall. Also die springen da. Die springen da auf den Boden, als würden sie jetzt irgendwie Schokopudding essen wollen. Der auf dem Boden und liegt. Und Berlin möchte es gerne noch einen Ups scoren, aber die Defense von Phoenix ist sehr, sehr tight. Oh, und Bastian Braun ist da gerade sehr nah rangekommen. Und jetzt, Ruf Phoenix hat gesubbt. Weißt du, wer das ist? Ich glaube, das ist Daniel. Ich glaube, jetzt siegt gerade Daniel mit der Nummer 25. Ist das richtig? Das ist ein Daniel Becker, ja. Daniel Becker. Ja. Auch ein sehr fähiger Mensch. Er ist bekannt für stealing hummus from the fridge und catching snitches on the pitch. Ich glaube, da ist gerade die Schatzsocke abgefallen. Ja. Ich glaube, er war dran, aber. Ja, mit dieses intense Seeker- und Beater-Game kann es nichts anderes. Bochum hat wohl wieder ein Tor gemacht, was ich nicht gesehen habe, weil ich so auf den Schnatz fokussiert bin. Auf jeden Fall ist Berlin jetzt nicht mehr in Swing Range. Ja, aber dieses Schnatz-Game ist so intens. Aber auch die Beater. Beat Seeker Berlin! Und dann hat Zeit am Snitch. Aber das ist auch ein richtig gutes Snitch. Ja, Vincent, der kann das. Er schafft das. Der schafft das. Vielleicht gibt da Berlin noch genug Zeit, um aus der Swim- oder in die Swim-Range wieder reinzukommen. Wieder ein schöner Low-Pass von Phoenix. Lassen die Sieger so viel rennen. Oh ja, als Sieger hätte ich glaube ich keine Lust mehr. Also die ganze Zeit hätte nur zu den Ringen zurückgeschickt werden. And Napalm. Das war ein Tor. Das war der Befreiungsschlag. Berlin kann jetzt wieder catchen. Wird aber zuerst rausgebietet. Aber wenn sie wiederkommt, dann darf sie catchen. Ah, so close. Ich habe seine Finger schon dran gesehen. Man kann
spielt Sieger Bochum. Und der Sieger von Bochum wurde auch wieder geworfen. Und in der Zwischenzeit ist Quaffel besitzt bei Rohphoenix. Das war von der Broom Caps. Ich denke nicht, dass immer Daniel Becker Zeit am Schlussmutz gäbe. Ja. Wahrscheinlich hast du recht, das ist wahrscheinlich die letzte Person, der jetzt halt am Platz geben würde. So wie er da rumspringt. So viele gute Dives. Allerdings scheint er jetzt ein bisschen müde zu sein und läuft zur Subbox. Ja, man muss auch mal eine Pause machen, ne? Ja, etwas trinken. So wie ich gleich, wenn ich mir was zu essen kaufen werde. So, als Rüttel ist da, ja. Meine Stimme! Die erste Handicap für die Snitch. Was ist nochmal das erste Handicap? Midline. Okay, also der Schatz hat sich nur noch auf der Midline bewegen. Ja, 1 zu 2 Meter. Ich fand den Verzweiflungsschrei von dem Bochum Sieger eben sehr gut. Der hätte in Star Wars Episode 3 mitspielen können. Ja, noch ein Tor für Bochum. Oh mein Gott. Sie sind aus der Overtime-Range raus. Das heißt, wenn sie jetzt catchen, dann... Exciting. Dann gibt es einen Sieg. Oh, jetzt wird es richtig spannend am Schnatz. Das war so close. Oh, jedem Sprung kommen sie einen Millimeter näher. Und Rohphoenix war, glaube ich, gerade keine Bieter. Aber Like of Guys war trotzdem ein Tor. Aber da ist ein Bieter. Ich denke, dass das war ein Tor für Rohphoenix. Ja. So. Und ein Foul. Bloomsdown. Der Schnatz. Ich glaube auch. Der Schnatz hat irgendwas gesagt. Und. Ah, für der Blue Caps. Ich würde jetzt gerne irgendwas kommentieren, aber die Konversationen sind gerade so interessant. Und es wird Wasser ans Feld gebracht, das ist gut, damit die Leute was trinken. Dehydration ist kein Spaß. Ich denke, dass es auch in die Subbox sehr kalt ist jetzt. Es ist da genauso kalt wie hier. Ich würde eigentlich gerne Feuer machen. Wir haben auch Philipp Stolz hier, aber... Stolz. Ein bekannter Kommentator. Ein sehr bekannter Kommentator. Nicht wieder. Aber uns kennen ja jetzt auch alle. Ja, mich nicht. Das ist mein zweites Mal. Ich wahrscheinlich auch nicht, das ist irgendwie mein, weiß ich nicht. Letztes Jahr habe ich auch ein bisschen kommentiert, aber gut. Welchen kennen die? Von mit Henny. Achso, ja, ich habe oft mit Henny kommentiert und das ist wohl gut angekommen. So, das Spiel geht weiter. Und die Sieger versuchen es weiter am Schnatz. Da habe ich gerade in den Augen des Berliner Siegers gesehen, dass er richtig Bock hatte, weil der Schnatz gerade abgelenkt war, aber er hat es trotzdem leider nicht geschafft. Ja, aber auch die Beater Game mit die Snitch ist so high energy. Ah, guck mal, es ist jetzt spannend. Ja. Und da geht's rum. Entschuldigung, dass ich gerade gelacht habe. Aber genau. Das ist das Beste. Berlin liegt nur 20 Punkte zurück und Bochum fährt anscheinend die Taktik, dass sie jetzt den Snitch verteidigen wollen, bis sie wieder out of range sind. Sorry. Berlin hat viele Sieger. Ist es wie die dritte, die er gesehen hat? Stimmt, da hast du recht. Das ist der dritte Sieger. Oh, das war close. Das war close, aber es war auch ziemlich... Ein Flip from Snitch. Das war auch ziemlich impaled, glaube ich. Also, ja, ich denke das. No goal.
für Berlin. Die haben es eben gerade versucht. Ich habe ihn schon fast drin gesehen, aber anscheinend war es kein Tor. Ich denke, dass wir die zweite Handicap sind. Ich glaube auch, wir sind da bald angekommen. 120-90 steht's. Berlin in Overtime Range. Genau. Aber, sie sind auch kein Sven mehr, so 130-90. Daniel Becker wieder. Der uns am Sieken. Ruhr hat ihre Vita auf Koffer geändert. Stimmt, du hast recht. Ich versuche jetzt erstmal noch ein paar Tore zu machen, beziehungsweise zu verhindern und die Differenz zu erhöhen. Das kann ich gut verstehen, weil gerade eben jetzt schon knapp werden können. Ja. Der Vincent, der Schnatz, steht ganz lässig auf dem Feld herum. Das habe er keine Sorgen. Aber jetzt kommt seine größte Sorge. Daniel wieder angelaufen. Ja, es ist wieder Daniel Becker vor dem Felix. Aber Bastian Braun. Wenn man das Feldcode klären kann, das ist so. Ja, es ist gerade sehr intens, habe ich das Gefühl. Daniel ist sehr. Und ich denke, wieder ein anderer Sieger von Berlin. Nummer 32 steht nicht auf meinem Cheat-Sheet drauf. Bastian Braun ist das? Achso, ja, genau. Ups. Das war. Ja, es fallen aber gerade nicht so viele Tore, wie man das normalerweise gewohnt ist vom Snitch-on-Pitch-Game, oder? Nein, das ist. Meistens stehen die Bieter auf den Schnatz abgestellt, um die Seeker am Catchen zu verhindern. Ja, ich denke, beide Teams sind sehr gut in Tacklen, so. Vielleicht brauchen sie ihre Wiese nicht per se. Boah, das stimmt wahrscheinlich. Langer aber Pass, auch, der nicht angekommen ist. Ich denke, dass Daniel wartet auf seine Bitte. Er hat keine Lust, durch die Defensive Seeker einzusnitchen. Ja, das stimmt. Aber da geben ihm seine Bieter auch Rückendeckung und bieten immer schön brav den Seeker der Blue Caps raus. Und er versucht's, aber Vincent. Ja, und das ist jetzt der zweite Handicap für Snitch. Ja, genau. Das ist nur noch mit einem Arm und nur noch auf der Mittellinie sich verteidigen. Arm auf die Mittellinie. So. Wenn es jetzt nicht bald ein Ende gibt, dann. Dann dauert's noch ein bisschen. Ich vergesse, was die dritte Handicap ist. Gibt es ein drittes Handicap? Auf jeden Fall gerade gab es ein Tor für. Nicht werfen mit deinem Snitch. Da ist der Snitch gerade gefallen. Genau, das sah gerade ein bisschen böse aus. Er ist einfach voll in den Snitch reingelaufen und er ist hingefallen. 130-100 steht es auf jeden Fall für Bochum. Der Snitchrunner ist einfach übertrieben gut. Das ist jedes Mal so bloß. Ich finde auch immer interessant, wenn man dem Snitch so zuguckt. Der achtet immer auf den Seeker, der gerade am Catchen ist, und dann macht er immer so einen schnellen Blick nach rechts, um zu gucken, wo der andere ist. Das ist nämlich sehr schwierig. Sehr schwierig. Oh. Aber dieses Snitch. Der Mann kennt sich aus. Absolute Unit. Ja. Und zieht das Spiel hier auch etwas in die Länge. Aber vielleicht Berlin ist wieder jetzt mit dem Koffel unterwegs. Hast du das gerade gesehen? Ja, das war. Max Martens hat den Ball hochgeschmissen, mit dem Fuß geschossen. Und gut, kann man mal probieren. Aber es ist kein Fußball. Es ist einfach kein Fußball, genau. Warum macht er sowas? Das gab ein Tor für Bochum. Blue Caps wieder aus der Swim Range raus. Und wieder defensive. Und wieder defensive siegen. Und ich denke, dass Ruhe geht. Nein, kein Büro.
Das ist schon sehr irrittierend, oder? Immer dieses Defensive Seeking. Ich denke, dass sie nicht möchten, dass es wieder in Snitch Range. Ja, und es ist Swim Again. It's Swim Again. Wann werden das enden? Wir möchten die essen. Ja, aber trotzdem ist es ein spannendes Spiel. Also ja, das ist sehr, sehr. Ja, aber ich habe wirklich Hunger. Auch mit vier Beater und Snatch. Ja. Es ist so. Und da gab es einen Foul. Das sah ein bisschen übel aus, aber es ist wohl keiner großartig verletzt. Ich denke. Ja, Berlin Keeper. Illegal Contact over the neck, das gibt eine gelbe Karte. Yes, das ist gelb. Man macht nicht in die Necke. Aber an wen geht die gelbe Karte? Hast du das gesehen? Hm? An wen die gelbe Karte geht? Das war die Blue Caps Keeper. Ah. Ja. Und gut, ein einfaches Tor aus der Position für Bochum. 140 zu 110. Und wieder Gebiet. Ruf Phoenix möchte dieses Snatch haben, aber Defensive Seeking und so viel Beaters. Ja. Blue Caps geben einfach nicht auf. Das ist gut so, die bleiben dran, hartnäckig. Brauchen allerdings noch ein Tor, um wieder in die Swim Range reinzukommen. Und da hat er ihn gefangen. Boah, ich dachte ehrlich gesagt, er wäre vorbeigesprungen, weil das so sauber aussah. Ja, ja, und. Oh. Ich hoffe. Also, er ist wirklich einfach vorbeigesprungen und hatte das Ding auch einmal in der Hand. Ich dachte, er hätte ihn nicht gehabt. Vincent Fröhlich sah selber auch eher verwirrt aus, als er ihn auf einmal in der Hand hatte, aber er hat sich hammermäßig geschlagen. Also, bei diesem Ansturm an Seekern. Und die Rest müssen nach die Hütte. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht ist der Catcher nicht gut. Das sagt ja, die sah gut aus, ja. Finde ich auch. In dem Fall hätte. Guck mal, die gelbe Blume. Oh, der eine Blume ist etwas verbogen. Ist mehr eine Checkmark. Das ist, ja, genau. Im Fall, dass der Snitchcat gut ist, hat Hof Phoenix gewonnen. Mit einigen Punkten Abstand. Ja. Und ich denke, das wird ein auf jeden Fall. Also so lange durchzuhalten gegen so ein hartes Team, das muss man auch erstmal schaffen. Und jetzt besonders gegen Ende haben sie sich, finde ich, ziemlich gut eingespielt. Auch Snitch und Pitch haben sie echt souverän gelöst. Ja. Also, Thumbs up. Und sie haben sich verbessert in-game. Das ist sehr, sehr. Genau. Die Verteidigung ist ein bisschen stabiler geworden, habe ich den Eindruck gewonnen. Die Angriffe waren ein bisschen koordinierter gegen Ende. Ja. Der Catch ist gut! Catch ist gut! Pro Phoenix gewinnt das Spiel. 180 zu 110, inklusive Snitch Catch, da freuen sie sich. Also Berlin kann sehr stolz sein. Genau. Ein gutes Resultat gegen Hof. Ja, also. Und das mit den Pink Pips. Und ja, sie haben gewonnen, trotz dessen, dass sie pinke Leibchen anhatten. Das ist gut. Sie können in jeder Farbe so. Genau, Sie können in jeder Farbe gewinnen. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bleibt auf jeden Fall am Stream dran. Es wird spannend bleiben. Genau, auf Wiedersehen.